Ostseestadion. Hansa-Trainer Frank Pagelsdorf kurz nach einer der schwersten Entscheidungen seines Lebens. Nach 3 Jahren nahm der 39-Jährige sehr persönlich Abschied. Ein nettes Wort nochmal für jeden Journalisten, auch für den Kameramann vom Nordmagazin. Ein Spiel wird er noch mit Hansa bestreiten, am Sonnabend gegen Schalke. Aufgrund der Umstände, die wir momentan haben, wird das sicherlich das schwerste Saisonspiel werden für mich. Mir wäre es am liebsten, wenn dieses Spiel nur mit den beiden Mannschaften und den Fans stattfinden würde. Hansa Rostock entließ Pagelsdorf gestern aus seinem Vertrag, ohne Forderungen. Ja, ich kann nur sagen, ich habe damit nicht in der Form gerechnet und ich war nicht überwältigt von der Art und Weise, wie man sich auch mir gegenüber geäußert hat. Und das ist mir gestern sehr schwer gefallen. Der Abschied von Hansa war kurz und schmerzvoll. Wann fragte der HSV? Ich glaube, vorgestern hat man das erstmal mit mir gesprochen. Vor ein paar Tagen war das. Und dann die Frage der Hansa-Fans. Warum der Wechsel, Frank Pagelsdorf? Ich wollte zum jetzigen Zeitpunkt eine neue sportliche Herausforderung suchen. Das habe ich mit dem Hamburger SV getan. Ich hoffe trotzdem, dass man mich nicht ganz vergisst hier und vielleicht gibt es ja auch mal eine Möglichkeit für einen zurück. Der Vertrag in Hamburg ist ja nur auf 3 Jahre fixiert. Mit dieser Mannschaft, um dann wirklich auch in 2, 3 Jahren ganz oben mit dabei zu sein. Pagelsdorf, der Talentsucher in England. Bei Aston Villa fand er Stefan Beinlich und Matthias Breitkreuz. André Hofschneider kam ins Team. René Schneider schaffte sogar den Sprung in die Nationalmannschaft. Und Hansa schaffte sofort den Aufstieg in die erste Liga. Am Ende durch 3 Tore gegen Hannover. Frank Pagelsdorf, der Wundertrainer, hatte alles richtig gemacht. Was wird heute Abend noch gefeiert? Alles und mit jedem. Hansa jetzt in der Bundesliga. Frischer Wind von der Ostsee und wieder ein Volltreffer. Jonathan Akpobori kam von Waldhof Mannheim, entdeckt von Frank Pagelsdorf. Das Stadion jetzt immer rappelvoll. Kein Wunder bei solchen Toren. Stefan Beinlich. Frank Pagelsdorf, Mr. Offensivfußball, lehrte die Großen das Fürchten. Tore gegen den VfB Stuttgart. Gegen Borussia Dortmund. Gegen Bayern München. Hansa Rostock nie in Abstiegsgefahr, am Ende auf Rang 6. Nur knapp entging den Fans das Erlebnis UEFA Cup. Und dazu kam das große Geld. René Schneider ging für 4 Millionen nach Dortmund, Hansa schuldenfrei. Doch mit René Schneider ging der Erfolg. Das 2. Jahr in der obersten Spielklasse erlebte Hansa Rostock im Keller. Nichts wollte mehr glücken. Die Pagelsdorf-Elf spielte schön, aber erfolglos. Der Faden riss, der Abstieg drohte, der Trainer wackelte. Für mich ist klar, da mache ich mir auch nichts vor, dass letztendlich ich derjenige bin, der die Verantwortung trägt. Doch der Trainer wusste, dass sein Team das Vermögen für den Klassenerhalt hatte, für diese Saison. In der nächsten Saison wird es schwerer. Akpobori wechselt nach Stuttgart, Hofschneider nach München, Beinlich nach Leverkusen. Der Klassenerhalt ist sicher durch den Sieg am letzten Wochenende in Bielefeld. Doch der Mannschaft fehlen nun die besten Leute in Angriff, Mittelfeld, Verteidigung und auf dem Trainerstuhl. Die Zeit ohne Pagelsdorf wurde in Bielefeld schon mal geprobt. Die Mannschaft und ihr Trainer gehen nun getrennte Wege. Reserviert, innerlich aufgewühlt. Und er weiß, was er nach 3 Jahren den Fans schuldig ist. 45 Minuten Abschiedsbriefe schreiben und das vor dem Spiel. Trotz des plötzlichen Abschiedes für die Rostocker bleibt Pagelsdorf ein Sympathieträger, auch wenn er Hansa mit seinem Weggang in noch größere Schwierigkeiten bringt. Der Trainer und Manager geht. Dazu
der Libero. Der beste Mittelfeldmann und der erfolgreichste Stürmer. Wo bleiben die Alternativen? Und das zu einem Zeitpunkt, wo die meisten anderen Vereine schon ihre Planung abgeschlossen haben. Frank Pagelsdorf, er kämpft heftig mit der Wehmut. Etwas amüsanter ging es dann auf dem Platz zu. Jonathan Akpobori, der mit dem Cupsieger tanzt. Sein Opfer hier, Jens Lehmann. Schalke mit dem letzten Aufgebot, aber mit alten Qualitäten. Ingo Anderbrügge, knapp 30 Meter. Viel Freundschaft, wenig Höhepunkte nach 25 Minuten. Akpobori hatte seinen Auftritt. Wo blieb der von Stefan Beinlich? Hier. Ansonsten war die Abschiedsvorstellung eher glanzlos. Das hatte sich Frank Pagelsdorf auch anders gewünscht. 0:0 zur Pause. André Hofschneider heute mit den Kultfarben der Liga als Dankeschön für Hansa und als Willkommensgruß für 1860. Zweite Halbzeit und die hieß zunächst Akpobori gegen Schalke 04. Da ist er. Und Johan de Kock hatte sich fast verrechnet. Aber die schönen Szenen waren weiterhin woanders zu suchen. Erstaunlich, dass Pagelsdorf zunächst keinen Blick für die netten Mädels hatte. Naja, ein verlegenes Lächeln konnte er sich dann doch nicht verkneifen. Die letzte Minute einer belanglosen Partie. Schalke noch einmal mit Kurz und mit Radoslav Latan. Da war es doch noch das 1:0 und der Sieg für Schalke 04. Marco Kurz mit dem Blick und Gefühl für Latal. Und die Schalke haben damit eine dunkle Serie getilgt von 11 Spielen ohne Sieg. Nach Schlusspfiff war das Ergebnis schnell vergessen. Frank Pagelsdorf mit seinen Souvenirs, T-Shirts, Kappen, persönliche Kleidungsstücke, die ihm so manches Glück hier gebracht haben. Und während Pagelsdorf Abschied feiert, gibt es neue Kunde bei Hansa. Jens Dove kommt für 4 Jahre und der neue Trainer soll Mittwoch bekannt gegeben werden. Eduard Geier, Benno Möhlmann und Rainer Hollmann. So die Spekulation, aber zunächst heißt es, tschüss, Frank Pagelsdorf. Herr Pagelsdorf, was sehen wir da im Hintergrund? Ist das noch die taktische Aufstellung von heute oder ist das schon die zukünftige HSV-Mannschaft auf dem Papier das hinter vom, Ihnen? Das ist noch vom heutigen Spiel, aber hat anscheinend nicht viel geholfen. Wir wollen nicht schnell vernichten. Was ist denn da zu lesen? Ist da also viel offensiv und einige Tore schießen? Oder? Na, es sind jetzt ein paar Standardsituationen, wie das Verhalten der Mannschaft dabei ist. Das machen Sie vor Spielbeginn immer noch in der Kabine? Ja, nach dem Spiel ist schlecht. Ja, ne? Herrlich ausgekontert. War ja auch eine selten blöde Frage. Was wird nächstes Jahr aus Hansa? Oder interessiert Sie das überhaupt nicht mehr? Ich habe nicht verstanden. Was wird nächstes Jahr aus Hansa? Also ich denke schon, dass die Mannschaft und der Verein sehr, sehr viel Substanz hat. Der Verein ist ja schuldenfrei und hat auch für neue Spieler etliches Geld zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus steht seit heute fest, dass der Jens Dove kommt, so wie abgesprochen. Und ich denke mal, man hat auch jetzt nach dem Abgang vom André Hofschneider immer noch Möglichkeiten, auch mit Marco Zahlmann und Uwe Ehlers zu reagieren. Also ich glaube schon, dass noch genügend Substanz vorhanden ist. Nehmen Sie irgendwelche Spieler mit im Handgepäck nach Hamburg? In jedem Fall zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht? Ich habe so ein kleines Schmunzeln hinter dem Mikro gesehen, das wird immer größer. Wer hat sich denn schon angeboten von den Spielern? Noch keiner, aber muss die heute Abend erstmal alle voll machen. Ach so. Wie, gibt es eine Verpflichtung heute Abend? Sie zahlen alles. So in etwa. Es gibt jedenfalls eine Riesenabschlussfeier. Ja, irgendwie muss man ja auch bestraft werden, wenn man den Verein verlässt. Also Frank Pagelsdorf schmeißt heute eine ganz große Runde. Wie ist das normalerweise? Ich erinnere mich an damals, Willi Reimann wechselte von St. Pauli zum HSV. Und da hat der HSV eine große Ablösesumme gezahlt an St. Pauli. Musste der HSV jetzt auch ein bisschen in Rostock hinterlegen? Nein, nicht einfällig. Und ich muss auch sagen, das ist sicherlich eine ungewöhnliche Geste von einem Verein, der mir gesagt hat, dass er für meine Arbeit, die ich bei Hansa Rostock absolviert habe, sehr dankbar ist und als Dankeschön auch gleichzeitig gesagt hat, okay, sie entsprechen meinem Wunsch, eine neue Herausforderung beim HSV anzunehmen. Und dafür bin ich dem Verein auch sehr dankbar.
wirklich kulant. Also ich weiß ja, dass Sie sehr emotional verbunden waren mit Hansa Rostock, mit der ganzen Geschichte, die Mannschaft wieder nach oben zu bringen. Steckt man das so einfach weg, jetzt die Spieler zu verlassen und auch ein bisschen hängen zu lassen vielleicht? Nein, das ist mir sehr schwer gefallen, dieser Schritt. Aber ich sag mal, gerade nach den letzten 6 Monaten war es doch eine sehr harte Zeit. Und ich habe mich entschieden, den Verein zu verlassen, wollte aber unbedingt den Klassenerhalt und das Klassenziel erreichen. Das haben wir geschafft. Insofern denke ich, ist meine Mission soweit erfüllt. Haben Sie das Gefühl, dass die Fans das verstanden haben, Ihre Entscheidung? Natürlich waren viele sehr traurig, wie ich selber auch, aber die Fans waren heute so toll im Stadion, ich hätte es am liebsten alle mitgenommen. Zum HSV. Sie sind nicht irgendwie mal so sauer angemacht worden von Fans, also Verräter, Pagelsdorf oder so, es kommt ja leicht dann mal in dieser... Ja, es ist ganz komisch, es ist für mich selbst erstaunlich, das war so heute überhaupt nicht der Fall. Ja. Machen Sie sich eigentlich Sorgen über den HSV? Ich denke mal, nach den Vorkommnissen da in den letzten Tagen kann man sich schon Sorgen machen, aber gut... Haben Sie davon gewusst, dass die Tschüss sagen, also der Vizepräsident und der Schatzmeister? Nein, habe ich nicht davon gewusst, aber ich habe es gehört. Möchten Sie nicht jetzt lieber doch in Rostock bleiben, wenn Sie das alles so lesen? Ich habe eine Entscheidung getroffen und ich möchte diese Aufgabe beim Hamburg SV angehen. Ja. Wir haben heute mit Uwe Seeler gesprochen. Wir wollen mal eben hören, was er in Düsseldorf unseren Kollegen gesagt hat. Frank Pagelsdorf hat hervorragende Vorstellungen. Ich gehe mal davon aus, dass die auch richtig sind, so wie er das vorhat. Und wenn ich ihn, glaube ich, so ein bisschen unterstütze, und das habe ich vor, das habe ich ihm auch versprochen, dann glaube ich schon, dass wir nach vorne kommen. Also das heißt ja, dass Uwe Seeler auf alle Fälle weitermachen wird. Ich denke ja immer noch an Frau Seeler. Ilke hat gesagt, mach das bloß nicht. Aber Franz Beckenbauer hat gesagt, du bist der Richtige. Also Sie haben das Wort von Uwe Seeler, dass der Präsident auf alle Fälle bleibt, ja? Das hat er mir gesagt und deswegen gehe ich davon aus, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen werden. Es wurde immer so gesagt, die Spieler seien beim HSV charakterlich nicht so fest. Haben Sie sich schon damit beschäftigt oder haben Sie da ein bisschen Angst vielleicht vor, richtig große Betreuung leisten zu müssen? Also das wird natürlich eine Hauptaufgabe sein, in den nächsten Wochen und Monaten den Charakter der Mannschaft und der Spieler kennenzulernen. Und dann wird man dementsprechend auch reagieren. Ja. Ich glaube, für den heutigen Tag haben wir erstmal alles besprochen und für den heutigen Abend knallt jetzt die große Fete. Jawohl, es geht gleich los. Ja, dann sagen wir viel Spaß und herzlichen Dank, Frank Pagelsdorf, und alles Gute für die nächste Aufgabe in Hamburg. Danke Ihnen. Danke sehr. Ja.